Ich freue mich sehr, dass er da ist. Er ist wie ich Tiroler des Jahres. Er wurde 2014, ich 2018. Das eint uns. Er ist eigentlich in Tirol geboren. Er besitzt eine Wohnung im Marriott Hotel und er besitzt einen eigenen Jet. Jet im Sinne von Flugzeug. Ja, ja, kein nicht, Jet. Nicht ja, reden. Ja. Jet. Ja. Er ist Unternehmer, er ist Visionär, er ist Kunstfreund und hat ein großes soziales Gewissen. Ein Milliardär mit Stil erreicht die Willkommen in Österreich Bühne. Freuen Sie sich auf Hans-Peter Haselsteiner. Steiner, was darf ich Ihnen zu trinken anbieten? Was ist die Auswahl? Die Auswahl ist Wasser oder Wein? Schmal. Schmarrn? Ja. Sie wollen Schmarrn? Nein, es ist eine schmale Auswahl. Ach, schmal? Ja, ja, es ist schmal, aber wir haben es nicht so dick. Ich hätte gerne. Ja, aber ich trinke da Wasser. Ja, aber das klingt so abfällig. Ein gutes Wasser. Ja, Wiener das, Quellwasser. Ja, sehr gerne. Hoffentlich. Sehr gerne, Herr Haselsteiner. Ja. Ich merke, Sie sind ein bisschen auf Krawall gebürstet. Schon am Anfang. Kein Badewasser, bitte. Nein. Aber ist das nicht so? Können Sie sich vorstellen, mit mir in der Badewanne zu sitzen? Naja, also. Wir können diesen alten Loriot-Sketch nachstellen. Ich will nicht näher treten, aber was? Ich würde freiwillig darauf verzichten. Sie wohnen ja am Nischstädter See auch. Gehen Sie dann einfach immer in den See, statt zu duschen? Oder? Das ist ja kein Badewanne, der Milchstädter See. Ich entschuldige aber mich für ich war die drinnen, er hat 16 Grad. Und Sie baden auch bei 16 Grad? Ich bade nicht, ich schwimme. Aber wirklich? Ein guter Schwimmer? Naja, hoffentlich. Ich komme einmal über den See und zurück. Immerhin? Ja. Das heißt, Sie würden sich als gut in Schuss bezeichnen? Naja, für mein Alter. Ja, darf man sagen, Sie sind 1944 geboren, das heißt, Sie sind wirklich schon relativ alt, dafür sehen Sie erstaunlich gut aus. Ja, ich merke Sie, wirklich, sehr, sehr gutes... Im Gesicht fehlt mir auch nichts. Wo fehlt es? Im Gesicht fehlt ja, ich habe es verstanden. Nichts, ja. Wo fehlt es denn? Es? Prost. Prost. Herr Haselsteiner, im Publikum habe ich gesehen, teilweise sehr arme Leute. Ich selber auch, bin kleiner ORF-Moderator. Merken Sie eigentlich die Teuerung auch? Und wo merken Sie es am stärksten? Verzichten Sie auf Dinge? Eine Mahlzeit am Tag? Man muss es in seinen Dimensionen messen. Nicht nur die Tiefkühlpizza ist verdoppelt im Preis, sondern auch die Yacht. Ich esse keine Tiefkühlpizza. Es tut mir leid. Ja, das heißt, Sie und das, was ich esse oder was ich am liebsten esse, ist auch nicht sehr viel teurer geworden. Was essen Sie am liebsten? Am liebsten esse ich zum Abend Schelfenerdäpfel, Buttermilch und ein Stückchen Käse. Wow. Also kein Hummer und so Zeug. Das ist, aber was für ein Käse? Das kommt drauf an. Ist das so einer, der aus Frankreich angeflogen wird? Nein, eben nicht. Scherdinger natürlich. Sie essen Scherdinger? Na! Lieber Herr Haselsteiner, das, was ich vorher gesagt habe, Sie haben wirklich eine Wohnung im Marriott. Das ist toll, das hätte ich auch gern. Ist das eine Suite, die Sie gekauft haben? Nein, das ist aber schon lange her. Aber Sie haben sie noch? Nein. Verkauft? Ja, schon lange. Warum? Weil die Immobilien günstig waren. Ja. Wann war es denn günstig, im Marriott eine Wohnung zu kaufen? Da wäre ich auch gern dabei gewesen, in dem Jahr. Also, das kann ich Ihnen sagen, das ist, wie ich es gebaut habe, seinerzeit. Ja, das ist natürlich einfach. Ist ungefähr 30 Jahre her. Ja. Machen Sie das immer, wenn Sie was bauen? Ist ein ziemlich alter Kasten, das Marriott. Ne? Haben Sie heute eine Wohnung im Künstlerhaus, weil das haben Sie auch gekauft? Da habe ich nur ein Büro. Nur ein Büro? Es ist schön, mit guter Aussicht. Sie sind eigentlich das, für mich das Ausnahmebeispiel für den Satz, Geld verdirbt den Charakter. Sie haben denn keinen verdorbenen Charakter, ganz im Gegenteil, wie mir scheint. Woher wollen Sie das wissen? Naja, Sie sind ja nicht immer dabei. Ja, aber was man so liest, Gott sei Dank. Ihr soziales Engagement und Ihre... Beim Baden bald schon. Ihre Investitionen auch in Sachen Kunst sind ja alle sehr authentisch. Sie sind ja keiner, der das Geld beim Fenster rauswirft, oder? Sondern Sie kümmern sich tatsächlich, die Vinciras zum Beispiel haben Sie unterstützt. Das ist eine Organisation, die Obdachlose unterstützt. Wie wichtig ist dieses soziale Gewissen in Ihnen? Oder denken Sie sich, man muss es tun, weil man sonst wirklich verteufelt wird von der Gesellschaft? Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, jeden, der der Gesellschaft etwas verdankt, und wohlhabende Menschen verdanken immer der Gesellschaft etwas, über ihre Tüchtigkeit und ihre Genialität, wenn sie vorhanden ist, hinaus, weil ohne diese Gesellschaft hätten sie diesen Wohlstand nicht erwerben können. Und daher glaube ich, ist man nicht nur
angehalten, Steuern zu zahlen, ordnungsgemäß, sondern auch darüber hinaus was tun. Und es ist auch eine wunderbare Angelegenheit, nicht die dümmste Art, Geld auszugeben. Absolut. Für Soziales oder für Kunst. Sie haben in Ihrer Stiftung, gibt es so einen Passus, wo steht, dass 51% des Vermögens an soziale... Nicht des Vermögens, der Erträge. Ah, der Erträge nur? Ja. Das ist ja viel weniger. Ja. Ja, das heißt, wenn nichts reinkommt... Tut mir leid. Ja, bitte vielmals um Entschuldigung, dass das so ist. Geben ja, Sie Sandler, Vermögen wäre ja schnell vorbei. Ne? Wenn vor Marriott ein Sandler liegt, geben Sie dem Mann 2 Euro oder geben Sie dem Mann 2.000 Euro? Na, dem gebe ich gar nichts. Eben. Ich entschuldige mich für die blöden Fragen des Kollegen an dieser Stelle. Warum? Was ist da? Wie immer, was soll das für eine Frage? Naja. Was war eigentlich Ihre größte Niederlage? Sie sind natürlich ein Mann der Erfolge. Wo war das Geld am schlechtesten geparkt? Wo haben Sie wirklich eine Scheißaktion geliefert, was das Geld betrifft? Was hat sich am wenigsten rentiert? Ich glaube, das könnten Sie gegen mich verwenden und daher verweigere ich die Aussage. Wirklich? Da will ich mich nicht drauf einlassen. Haben Sie Dreck am Stecken? Sie erzählen das herum. Sie würden es jetzt im Fernsehen sagen. Und daher... Aber würden Sie sagen, dass Sie... Aber ungefähr, was ungefähr war es? Nicht einmal, wir reden nicht drüber. Haben wir gesagt, fällt euch nichts anderes. Also alles ein gut anderes alles Thema, alles bitte, gut anderes Thema. Karl Lagerfeld sagte, man muss das Geld beim Fenster rauswerfen, damit es bei der Tür wieder reinkommt. Ist das ein Satz, der Ihnen gefällt? Also ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Wenn Sie es beim Fenster rausgeworfen haben, lag es draußen. Aber ich bin auch nicht in der Modebranche. Na, aber ja, das stimmt, das merkt man. Na, wieso? Entschuldigung. Ich meine, alles top. Aber diese Art, den Pullover zu tragen, das kenne ich vom Golfplatz und von Gerhard Polzketschen. Wirklich. Ich spiele also, aber nicht Golf. Ja, das ist auch interessant, auch sehr sympathisch. Also diese Art des sozusagen Ruhestandes mit Geld, der ja oft sehr unverständlich ist für viele, Golfplatz, Hummer essen und sich eine Escort-Dame aufs Hotelzimmer bestellen, das alles machen Sie ja gar nicht. Sie verfolgen den Weg der Anständigkeit. Sie verfolgen den Weg der Anständigkeit und des moralischen Sicherheit. Selbst wenn ich es täte oder zumindest Segmente aus Ihrer Palette oder eine Blume aus Ihrem Strauß pflücken würde, Ihnen würde ich es nicht sagen. Wem denn? Wem würde ich sagen? Ihnen auch nicht bekommen. Wir haben ein Foto von Ihnen mit Ihrer Lieblingsbrille, die Sie eigentlich regelmäßig haben. Ja, dieser berühmte Zwicker. Genau. Vom Kollegen inspiriert, der hier gleich aufscheint. Da, ja, genau. Oder? Auch Dagobert Duck hat diesen Sticker. Was ist eigentlich, irgendwie ist das affig. Warum kauft man sich so eine Brille eigentlich? Weil es praktisch ist. Weil es praktisch ist, weil sie kleiner ist als die großen Werkzeuge im Gesicht. Ist sie auch günstiger? Nein. Weil sie keinen Bügel hat? Nein. Ich dachte aus Geiz eventuell. Nein, sie können sehr teuer, sein. Ihre war aber so bunt, die war nicht teuer. Nein, die ist aus Plastik. Die ist aus Plastik, ja. Also da kosten nur die Gläser was. Der Rahmen 2,50 Euro. Ja, lieber Herr Haselsteiner, es ist so, das ist toll, wie schaut gut aus. Na, Ihnen steht das sehr ja, gut. Sie schon... Ja, na gut, Sie müssten bei Ihrer Nase was machen. Ja, nicht nur bei der Nase. die Sendung 2 Minuten, 2 Millionen läuft immer noch, glaube ich, auf Puls 4 äußerst erfolgreich. Sie machen das gern. Und würden Sie sagen, dass Sie einen guten Riecher haben? Also wenn Sie eine gute Idee von jungen Unternehmern, können Sie das schnell entdecken, was das wird und was nicht? Haben Sie diesbezüglich eine gute Ahnung? Ja, ich glaube, ich mache das jetzt 9 Jahre oder sowas. 10% Trefferquote höchstens. 10 nur? Ist das viel oder wenig? Ich weiß also 90% ja. Versager. Darf ich Ihnen noch bei 2 Minuten 2 Millionen eine Investition von Ihnen war, das fand ich sehr lustig, KHI, Österreichs erster Anti-Hangover-Drink aus Kaktusfeige. Mhm. Haben Sie unterstützt? Ja. Ein Anti-Hangover-Drink aus Kaktus... Flop. Flop, ja. Wäre ich gekommen, hätte Anti-Hangover-Drink Reparaturseidel. Hätten Sie das unterstützt? Bier? Gibt's schon, oder? Schon besetzt. Ja. Dann war noch Cook and Grill, soziale Gewürzmanufaktur. Ja? Auch Flop? Ja. Naja. Tulipans Low Carb Müsli. Na, das war nix. Außerdem,
Das ist Hello Bello, frisch gekochtes Hundefutter. Das ist wieder gut, ja. Das ist, ja, das rennt immer, Hunde rennt immer. Na, weil die Menschen geben einfach für die Hunde alles aus, ne? Ja. Sei denn, man hat so Todeslisten. Und spielt die Inflation, da spielt die Inflation keine Rolle. Ja. Das finde ich sehr gut. Harmony and Care, Vermittlungsplattform, bei der Pflegesuchende und Pflegekräfte optimal aufeinander abgestimmt werden. Das ist eine wirklich gute Idee. Sehr schwieriges Thema. Ja, aber unmöglich. Projekt holpert. Ja. Projekt, es holpern eigentlich fast alle Projekte, die Sie unterstützen. Ich habe gesagt 10%. Ja. Haben Sie Angst vor Entführungen oder sowas? Haben Sie Leibwächter? Nein. Aber wer nimmt mich schon? Wie meinen Sie jetzt, die Entführer oder die Leibwächter? Ich wäre ja dermaßen lästig, der würde mich ja freiwillig nach 10 Stunden wieder auslassen. Wirklich, glauben Sie? Ja, Sie können es ja probieren. Ja, macht Geld einsam oder macht Geld glücklich? Was würden Sie eher tendieren? Also glücklich nicht und einsam auch nicht zwingend. Ja, gute Antwort. Na, wirklich gute Antwort. Welchen Rahmen haben Sie eigentlich am Konto? Haben Sie jemals den Dispo auf der Bank oder was? Ja. Also oder meinen Sie bei meiner Frau, das Haus? Nein, ich meine jetzt die Bank. Wenn Sie eine Bank betreten, wird Ihnen sofort der rote Teppich ausgerollt und es fallen alle auf die Knie und oder beten? Oder kaufen Sie die Bank? Nein, normalerweise kommt jemand und sagt, wo wollen Sie hin? Ja, und was sagen Sie dann? Auf Klo oder was? Dann sagt er, Sie sind nicht angemeldet. Wirklich? Und dann stellen Sie sich zurück in die Reihe? Und dann muss ich wieder gehen. Ah. Ja. Und dann? Dann melde ich mich an. Ja. Was war das Beste, was das Geld für Sie bedeutet hat? Hat das irgendeine Funktion? Geld, nein, Geld, bis Geld. Zu einem gewissen Grad. Also irgendwann einmal macht es einmal frei. Das ist einmal eine schöne Sache, dass man keine Rücksicht mehr nehmen muss auf irgendwelche... ORF-Arschlöcher. Das würde ich so nicht sagen. Es mag sein, dass es Einzelne, wenn man sucht, zu finden gibt. Aber sie sind ganz rar. Die überwiegende Mehrheit der ORF-Mitarbeiter ist höchst qualifiziert. Absolut. Und unterbezahlt. Sehr richtig. Weil ich weiß, da könnten Sie natürlich was dagegen tun. Ich habe das vorher schon erwähnt. Im großen Kreis der Milliardäre weltweit, also die Jeff Bezos und Elon Musk und so und die Bill Gates. 3-0 mehr, 4-0 oder auch die Mathe mehr. Schütze mehr, das ist eine Liga, wo sie nicht mitspielen und wo sie unfassbar reich sind. Merkt man diesen Unterschied? Werden sie ernst genommen von wirklichen Milliardären? Also, kennt Elon Musk Ihren Namen? Nein. Oder sind Sie nur der Star unter den Millionären? Na, ehrlich gesagt, ich meide Sie. Ja. Ja. Na, damit ich keinen Komplex kriege. Aber wirklich? Hätten Sie? Nein. Na, stell dir vor, da kommt einer, hat er null mehr wie ich. Ne? Ja. Wie steht dann da? Aber es ist eben nur eine Null. Ja, hinten dran meine ich. Ne? Ja. Es tut mir leid für Sie. Danke für das Verständnis. Es kommt immer auf den Kontext an. Ne? In diesem Zusammenhang kann man Sie als armen Schlucker bezeichnen. Einer der ärmsten Milliardäre weltweit. So ist es. Ja. Finden Sie Elon Musk sympathisch? Ich finde ihn komisch. Ja, ich auch. Ja, das stimmt. Stimmt es eigentlich, dass Sie ein altes Nokia-Handy immer noch haben? Ja, aber ich habe es abgegeben, damit es nicht läutet. Ist es so mit Wertkarte oder? Nein, es ist so ein ganz klassisches Nokia-Handy. Ja, aber schon mit Kamera. Aha, aber was sagt man das? Ist das die Verweigerung, was neue Technologie möglich ist? Nein, ich will ja nicht überwacht werden von... Eben. Ja. Um die Entführer zu verwirren oder... Nein, ja, es ist viel mehr Aufwand, mich zu orten, als Sie zu orten, wenn Sie ein Smartphone haben. Ja, aber uns will keiner entführen.